Wer ist mein Vorbild? Also mein neuestes Vorbild sozusagen ist die wunderbare Amanda Palmer, über die ich auch geschrieben habe, deren Buch The Art of Asking mir vor ungefähr 7 Jahren begegnet ist, und die schreibt über eine neue beziehungsweise sehr alte Auffassung von Kunst und wovon Künstler so leben könnten und wie die Beziehung zu den Fans so sein könnten. Und ja, letzten Endes ist es eine Crowdfunding-Bibel. Und Amanda ist mein Patronus im Harry Potterschen Sinne. Und ich habe sie magischerweise dann tatsächlich kennengelernt. Und sie hat mich durch meinen Patreon-Auftritt gecoacht. Also sie hat mir alle Texte korrigiert, hat mich von vielen, vielen Fehlern abgehalten. Und ja, war da sozusagen Geburtshelferin und Engel für mich. Und ganz, ganz wichtig. Ja. Ältere Vorbilder sind Songwriting-Vorbilder, zum Beispiel Elvis Costello, Dylan natürlich auch, Patti Smith, Jacques Brel. Also ich habe immer meine Vorbilder eigentlich in der Vergangenheit gesucht. Was kann man von ihr lernen? Puh, so vieles. Sich zu behaupten gegen landläufige Meinungen davon, wie das, was man macht, so funktionieren soll, seinem Instinkt zu vertrauen und das durchzuziehen, was einem wichtig ist. Welches Vorbild hatte ich als Kind? Also ich war auf jeden Fall ein Pippi-Langstrumpf-Kind, wie so viele Mädchen meiner Generation wahrscheinlich. Und Ronja, Räubertochter und die Rote Zora und so. Das heißt, wilde und verwegene Bräute, würde ich mal sagen, waren meine Kindheitsvorbilder. Und dann als Teenager kamen eben natürlich musikalische Helden dazu, die mir ganz, ganz wichtig waren. Und das war sehr breit angelegt. Also da habe ich eben geschwankt zwischen trauriger, seriöser Dichter, Sängerknabe, Jacques Brel und den Ramones. Das war noch nicht ganz so eindeutig, wo das mit mir hingehen sollte. Wie haben mich meine Eltern geprägt? Meine Eltern haben mich wunderbar geprägt, einzeln und zusammen. Also meine Eltern waren getrennt seit meiner relativ frühen Kindheit und haben sich immer sehr gut verstanden und sind aber auch in vielen Dingen sehr unterschiedlich, und so habe ich sehr unterschiedliche Sachen auch von ihnen gelernt und konnte mir unterschiedliche Sachen von ihnen nehmen. Meine Mutter, die ich auch in meinem Podcast mal zu Gast hatte, ist Übersetzerin. Das heißt, von ihr habe ich gelernt, wie sie in dem Podcast auch berichtet, dass es sich lohnt, schöne Sachen zu machen, die man dringend machen möchte, und sich einen Beruf zu suchen, der einen in die Gesellschaft von wunderbaren Leuten bringt, und dass es vielleicht wichtiger ist, als zuverlässig richtig viel verlässliche Kohle zu verdienen. Und das hat mir natürlich den Mut gegeben, mich in Richtung Kunst zu bewegen, sehr früh. Mein Vater ist, glaube ich, der, von dem ich die Furchtlosigkeit habe, was so Experimente angeht. Also mein Vater ist immer sehr furchtlos auf alles zugegangen, was irgendwie Wachstum verspricht und was Spaß machen könnte. Und ist da sehr, ja, einfach experimentierfreudig. Und das als Vorbild war mir in meinem Leben sehr nützlich, weil ein großer Teil meiner wichtigsten Vergnügen und auch der Dinge, die mich zuverlässig trösten und über schwere Dinge hinwegbringen und so, sind Sachen, die ich mich vielleicht nicht getraut hätte, wenn ich mehr Berührungsängste hätte, mehr Dünkel hätte. Also von Lach-Yoga, das ich sehr furchtlos ausprobiert habe, und 5 Rhythmen tanzen und Meditation und lauter Sachen, die mir unheimlich gut tun.
Die habe ich, glaube ich, so furchtlos ausprobiert, weil ich da wirklich überhaupt keinen Dünkel habe und irgendwie nichts kenne bei Sachen, die gut tun könnten. Ja, also von beiden Eltern habe ich bestimmt auch noch ganz, ganz viele andere Sachen gelernt. Aber das fällt mir jetzt hier so direkt ein. Welche Werte sollten gelten im Leben? Ich denke, die wichtigsten Werte für mich, die ich auch tatsächlich über alles stelle in meinen Entscheidungen, ist irgendwie Freiheit. Also Freiheit hat einen hohen Wert für mich. Sich zu entwickeln, Freiheit, von Regeln um der Regeln willen. Also ich bin sehr, ich habe einen starken Drang, Sachen zu überprüfen, ob die wirklich das machen, was sie versprechen. Insofern ja, ist Aufmupf an sich vielleicht ein bisschen ein Wert für mich. Und dann natürlich die klassischen buddhistischen Werte, denen ich seit 15 Jahren versuche hinterher zu meditieren. Verbundenheit, Mitgefühl, Freude, Weisheit, Stille. Ja. Also ich denke, tatsächlich ist Kreativität ist für mich auch an sich ein Wert. Also Kunst habe ich in letzter Zeit gemerkt, dass wenn ich Sachen überprüfe für mich, dass einfach sehr hoch angesiedelt ist, dass Leute sich kreativ ausdrücken können und sich darin nicht behindert fühlen und so. Das hat für mich einen hohen Wert. Aber da steckt natürlich auch wieder die Liebe dahinter. Wo möchte ich Vorbild für andere sein? Naja, also ich war ja früh in einer Position mit den Helden, wo viele Leute auf das geguckt und gehört haben, was ich immer so von mir gegeben habe. Und klar, wenn ich zurückgucke, bin ich froh, dass ich irgendwie das eine oder andere Nützliche wahrscheinlich in die Welt rausgeschickt habe, in meinem jugendlichen Leichtsinn. Aber ich würde sagen, heute möchte ich am liebsten ein Vorbild dafür sein, tatsächlich seinen eigenen Eingebungen zu folgen und Sachen zu machen, wie jetzt zum Beispiel diesen Ausstieg aus dem klassischen Pop-Business und hin zu eben einer anderen Form von Kunstgemeinschaft da mit meinen Abonnenten. Das finde ich sehr nachahmenswert und ich freue mich sehr, dass da Leute mich ansprechen und fragen, wie ich das gemacht habe und wie ich ihnen empfehlen würde, das zu machen und so. Also je älter ich werde, umso mehr habe ich den Drang, tatsächlich weiterzugeben, was ich gelernt habe. Tatsächlich in nicht immer schmerzfreier Art und Weise über die Jahre. Die Sachen, die ich weiß über Kreativität, über wie das menschliche Herz funktioniert und wie man mit sich umgehen kann, um ein kontinuierliches, relativ freies Künstlerleben leben zu können. Wo bin ich es ehrlicherweise nicht? Puh, da gibt's so einiges. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht für meine Visionen in der Art einzustehen, wie ich es jetzt tue, auch wenn es vielleicht von außen nicht so ausgesehen hat. Also ich war immer zu sehr People-Pleaser und mein Meditationslehrer hat mal gesagt, Frauen haben nicht so ein Problem damit, ihre Gefühle wahrzunehmen, aber sie haben ein Problem damit, denen dann auch die nötige Autorität zu geben. Und ja, das bin ich. Also ich war lange Zeit in all meinem Aufmupf und mit all den super freshen Songs, die ich geschrieben habe, sehr geschmeidig und pflegeleicht für meine Umgebung und bin dabei oft und gründlich und viel zu lange über meine Grenzen gegangen und habe mich wirklich teilweise zugrunde gewirtschaftet und tue das jetzt nicht mehr und habe auch nicht vor, es jemals wieder zu tun. Aber da kann man auch sicher auf kürzeren Wegen
hinkommen, würde ich jedem wünschen. TURI 2 Edition. Inspiration für MeinungsmacherInnen.